So, damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play hier auf meinem Channel. Nämlich, wie ihr schon im Hintergrund seht, die Midnight Club Los Angeles Complete Edition. Ja, viele wollten das Spiel auch sehen bei mir, weil, naja, es ist ein Open World Racer. Erstens geil und zweitens, fuck, hat man hier viele Tuning-Möglichkeiten. Das kann ich euch jetzt schon mal sagen. Also, wer das Spiel noch nicht kennt, dagegen ist Underground 2 ein Scheiß, wenn ihr mal so von Tuning-Möglichkeiten geht. Das werdet ihr früher oder später aber noch im Spiel sehen. Und ich habe richtig Bock, wenn ich weiß, Midnight Club Los Angeles kommt von Rockstar Games, kann also direkt schon nicht schlecht sein. Und naja, das stimmt eigentlich auch. Aber wer es halt noch nicht gesehen hat, den möchte ich jetzt auch nicht zu viel spoilern. Und wir gehen doch einfach mal nach Los Angeles und lassen ein bisschen die Reifen qualmen. Ja, es wurde von vielen gewünscht und es haben sich jetzt auch viele drauf gefreut. Und da habe ich gedacht, komm, machst du mal. Du bist cool. Machst ein Let's Play. Bist ein toller Typ. Dich mögen die Leute. Nein, es ist voll rumgeschleimt. Jo, erstmal die ganzen Markenrechte anzeigen, damit ich auch bloß keinen Stress hier irgendwie kriege. Midnight Club Los Angeles Complete Edition. Also wenn man das Spiel das erste Mal gezockt hat, ist diese Intro-Musik voll geil. Und wenn man das dann mehrfach anmacht oder so ein Spiel, irgendwann klingt die einem zum Hals raus, ich wollte es nur sagen. Die ist nämlich ein bisschen eintönig. Ich werde hier halt auch irgendeinen Gedanken, dass sie einen irgendwie paralysieren wollen und irgendwie hypnotisieren. Das schafft Rockstar Games so. Ich muss mal kurz mein Mikro ein bisschen richten. Ich höre, dass mein Laufwerk von der PS3 gerade ein bisschen drödelt. Das solltet ihr nicht unbedingt hören. Und naja, wir wollen nicht so viel quatschen, denke ich mal, weil zu viel quatschen ist nie gut für ein Let's Play. Naja, passt voll. Nee, wir wollen nämlich endlich loslegen. Start. Es konnte kein Midnight Club Los Angeles Spielstand gefunden werden. Möchtest du tun? Was möchtest du tun? Wiederholen? Oh, es wird doch keiner gefunden. Ah, wir haben vielleicht das Players angefangen. Das könnte daran liegen. Nee, nochmal wiederholen. Es wird echt keiner gefunden. Na gut, dann legen wir doch einen neuen an. Ja, das brauche ich jetzt nicht vorlesen. Gut, genug Quatsch gemacht. Soll man die PS3 ein bisschen hört, dafür kann ich leider nichts. Das ist einfach das Problem, dass das Spiel sich nicht installiert, sondern einfach von DVD, von Blu-ray läuft, so richtig. Rockstar Games presents. A Rockstar Game San Diego Game. Nee. Midnight Club Los Angeles. I was given your number by a mutual friend Tony. He said you could hook me up. What you looking for? Something fast. You know, not too expensive, around 2 to 3. And when you get into town? Day after tomorrow. No problem. I know a guy who can sort things out. Tell me, can you drive? A little. Modest. Interesting. You ain't gonna fit in around here. And not sure I plan to. So where do we meet? It's a fast food place on Sunset, right? It's an old train car. The joint is named Carney's. Keep your head down, man. Police are all over us at the moment. Jo, und damit geht's schon los. Wir müssen unser allererstes Auto auswählen. Und zur Auswahl haben wir einmal einen 1988er VW Scirocco, einen 1998er Nissan 240 SX und einen 1983er Golf GTI. Wenn man jetzt eigentlich danach geht, hey, cooles Japan Tuning, dann müssten wir die Karre eigentlich nehmen. Aber ihr wisst alle, ich bin so ein bisschen Golf 1 GTI verliebt und naja, ist mein Traumwagen. Also ich würde einen Golf 1 GTI so gerne haben. Oder jetzt die Karre ist im guten Zustand so scheiße teuer, dass man sie normal nicht leisten kann. Aber gut. Wir nehmen den Golf 1 GTI, mir egal, was die anderen sagen. Nice car! Thank you. What, so you book? So they say. What? Man, don't tell everyone. Trust me, man, I won't. Man, you're funny. You're like Tony, you're one of them funny East Coast guys, huh? You here to do stand-up? No, are you? Book doesn't need to stage people laugh at him just walking down the street. Whatever you say, Nikolai. Your girlfriend found me funny. She did. Ooh. She was confused, wondering why you're dressed like you're playing golf. Cool! Yeah, shut up, y'all. Anyway, what you here for? Race some cars, man.
What you mean, race some slow cars? It's a lot of kids hanging around down on the strip, right between Rodejo and Fairfax. Go race them. Then we'll talk. Okay. Good luck, homie. Come on, y'all, let's get something to eat. See if they could do me a burger low carb. Enjoy. So, und da geht's auch schon los, aber bevor es richtig losgeht, mache ich mal eine kurze Pause. Ich will nur mal gucken, ob man eben das Rollen der XPS 3 hört. Das möchte ich doch ungern im Let's Play haben und das, denke ich, stört auch ein bisschen. So, bis gleich. So, da können wir jetzt auch loslegen. Ne, ich habe gehört, mich wundert es wirklich, mein Mikro ist wirklich geil. Also er filtert die komplette PS3 raus, die rödelt hier wirklich nicht leise auf meinem Tisch. Und das auch nicht gerade weit entfernt vom Mikro. Aber okay, es geht, das ist schon mal gut. Vorweg muss ich kurz mal die Steuerung einstellen, weil die ist nämlich etwas bescheiden. So, wir wollen die Stickautomatik, Tastenautomatik, war das das? Lenkrad, nee, warte mal. Oh, das ist, ich muss jetzt gerade wieder durchgehen. Wie war das denn nochmal? Tastenmanuell, Stickmanuell, Tasten. So. Ja, aber die Steuerung ist so ein bisschen komisch. Man fährt nämlich hier mit dem Stick, mit dem rechten Stick gibt man Gas. Ah, jetzt ist richtig, gut. Boah, muss ich erstmal wieder ein bisschen einfahren. Es gibt auch unterschiedliche Cockpit-Perspektiven, da die hier... nicht unterschiedliche Cockpit-Perspektiven, sondern es gibt eine Cockpit-Perspektive, die finde ich recht cool, werden wir aber relativ wenig, denke ich mal, benutzen. Und dann gibt es halt die Action und die klassische, die werden wir halt fahren. So, ihn soll man herausfordern, das soll man natürlich auch liebend gern machen. Fordere einen US heraus, indem du deine Geschwindigkeit mit ihm angleist und aufblendest. Aufblenden. Dann wollen wir doch mal ein bisschen einen einheizen und mal zeigen, wer hier der Boss ist, ne? So, und los geht's. Das Coole ist halt, wir den Rennen, die sind Checkpoint-artig und man kann die Checkpoints in der Reihenfolge, nicht in der Reihenfolge abfahren, wie man möchte, aber anfahren, wie man möchte. Also es gibt keine feste Route, es gibt keine abgegrenzten Strecken und sonstiges, ist halt richtig cool, ist halt komplett auf Street Racing angelegt. Ich würde jetzt kurz mal gerne sehen, wie ich nach hinten gucke. Ah, so, okay. Boah, ich muss wieder mit der Steuerung ein bisschen klarkommen. Die Autos sind manchmal ein bisschen schwammig zu fahren, zumindest mit dem EPS-3-Controller gerade. Irgendwie auf der Xbox hat sich das besser angefühlt. Naja. Ja, ich habe das Spiel mal auf Xbox. Ob das jetzt so ganz original war und sowas, davon reden wir jetzt einfach mal nicht. Ne, jetzt habe ich es mir aber original gegönnt. Also für 20 Euro kann man das auch mal tun. So, wir führen gerade ganz gut. Und natürlich Rockstar Games typisch, gibt es hier im deutschen Untertitel keine Übersetzung. Ehrlich gesagt, jetzt hier mal nicht geschafft zu übersetzen, das hätte auch nicht so wirklich viel mehr am Flair kaputt gemacht. Aber naja, während des Rennens zumindest stört mich, dass sie im Englisch reden, man versteht da nicht wirklich viel von. Leider, weil ich glaube, es gibt keinen Untertitel für die Rennen. Wenn es falsch ist, könnt ihr mich gerne belehren, dann ändere ich das, sagt mir es einfach. Wenn es doch eine Möglichkeit gibt. Wir haben auf jeden Fall, was mir gerade auffällt, MPH, und das gefällt mir mal gar nicht. Ich will kein MPH. Vibration an, ja. Untertitel an. Wo kann ich denn... Audio? Aber wo kann ich denn bitte mal... Ich will meinen... ich will den KMH ändern. Feier, Vibration, Lenkempfindlichkeit. Also das ist jetzt gerade ein bisschen strange. Ich kann nicht auf KMH umändern. Ist das wirklich jetzt so? Vibration. Audio. Kamera. Hä? Warum geht das denn nicht? Warum kann man... Ey, sag mal. Was ist das für eine Scheiße? Ich will kein MPA. Ich will KMH. Entweder geht das jetzt gerade während des Rennens nicht, was ich jetzt gerade immer hoffe. Naja. Lassen wir es erstmal so. Wenn es jetzt nach dem Rennen vielleicht geht, es wundert mich ein bisschen. Ich würde schon gerne mit KMH und nicht MPA zocken. Das wäre auch irgendwie Schwachsinn, wenn das nicht umstellbar ist. Aber gut. Ja, wer ist begonnen? Web oder Reputation oder Respekt halt erhalten. 100. Geld verdienen. $200. Sie haben eine Trophäe verdient. Die Grundlage. Erster Eindruck. Fahr gegen Henry. Fertig. Trevor, full of it like you.
but he can drive. He hangs out on Sunset. Sounds good. Jo, wir haben gerade Nachricht bekommen, von der ich gerade nur die Hälfte verstanden habe, weil da gibt's keinen Untertitel, warum auch immer. Missionsliste, du hast eine Nachricht auf deinem Sidekick empfangen. Weitere Informationen findest du in der Missionsliste. So, Sunset Strip Rennen. Book hat dir erzählt, dass Trevor ein Rennen fahren möchte. Tritt gegen ihn an, er macht gerade Spritze auf dem Sunset Boulevard. Wir haben alle schon so gepimpte Karren und unser Golf ist ja echt, naja. GPS-Ziele werden auf dem Radar markiert. Der Richtungsweis zeigt in die Richtung des Ziels. So, jetzt möchte ich aber bitte gerne den km/h ändern. Das muss doch irgendwie möglich sein. Komm, das ist doch ein Witz, wenn das jetzt echt nicht geht. Das müsste normal in das Spiel. Windgeempfindlichkeit, Pfeil, automatisch speichern. Pfeilverdeck. Ja, Pfeilverdeck ist sicher nicht. Also, wenn es irgendwie geht, sagt mir das bitte. Könnt mir ja unten in die Kommentare schreiben. Hey, das geht so und so. So kann... Kannst du mich direkt fest im Augen verarschen? So und so kannst du den km/h ändern. Ich würde das nämlich sehr gerne tun. Ist zwar realistischer, als ich mit MPA rumtucke, aber ich kann mit MPH wirklich nichts anfangen. Ich kann wirklich nicht einschätzen, wie schnell das ist. Ich kenne die Umrechnung nicht. Hallo. Ab zum Start. Sei als erster an der Startlinie des Rennens. Blende nochmal auf, um deinen Gegner sofort bei der Startlinie zu treffen. Dafür gibt es allerdings keinen Reputation. Also fahren wir zur Startlinie. Wie ihr seht, ist die nur halb markiert. Boah, müssen jetzt komplett selber finden. Komm schon, fahr. Oh, mein Schürze hängt runter. Das Schadensmodell finde ich eigentlich relativ auch geil. Es ist zwar dezent, aber es sieht okay aus. Also das dafür ist alles lizenzierte Wagen, dann haben sie ja doch ganz gut was rausgeholt. So, Trevor ist eigentlich kein großes Ding, denke ich mal. Das ist ja die erste Rennen. Das Spiel wird später noch ein bisschen frustig, das weiß ich noch. Also das Spiel wird später immer bockschwerer, weil die Rennen halt knallhart sind. Wenn uns ein Gegenverkehr Auto rammt, können wir schnell mal einen Unfall bauen, da ist das Rennen schon gelaufen. Das wird uns auch öfters in diesem Let's Play passieren, aber naja. Auch Frust ist ein Teil eines Spiels. Plus 50 Reputation. So, vor jedem Rennen Speicher da. Es ist schön, wenn sich das Spiel nicht mehr abschießt, haben wir nämlich keine Probleme. Ja, wie ihr seht, wir können mich auch mit dem XM-Bremse anziehen, die Reifen durchdrehen lassen. Ich glaube, das gibt uns einen besseren Kickstart oder einen besseren Start, wenn wir das am Anfang machen. Wenn wir dann im richtigen Moment loslassen, weil die Reifen halt schon durchdrehen dann zum Start. So, wollen wir Trevor mal eine Lektion zeigen mit seinem schön getunten, was ist das nochmal für einer? Ist kein Nissan, wie heißt die Kackkarre? Ja, gut, glitsche mich weg. Es ist kein Glitch, nein, ich weiß, es war richtig, ist so ein Spiel extra so, damit man nicht unbedingt an jedem Gegenstand hängen bleibt, aber bei dem Speed ist es manchmal echt nicht mehr möglich auszuweichen. Der fährt dann, ist ein Datsun, sehen die so aus? Glaube ich, heißt dazu oder sowas. Ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall will ich den nicht haben. Der gefällt mir auch nicht so gut. Wir werden hier einen geilen Golf GTI hochpimpen. Sonst habe ich den Bock voll zu pimpen. Klar, wir werden natürlich auch Geld sparen für neue Autos und sowas. Und ganze Geld direkt für Teile rausschmeißen ist natürlich auch keine Möglichkeit, weil wir sehen ja am Anfang, wir kriegen echt Geld. Das ist gar nichts. Und so wie ich das noch im Kopf habe, sind die. Wow, nicht überschlagen, danke. Die Preise der Autos relativ realistisch. Könnt ihr denken, Lamborghini 200.000 und wir kriegen gerade mal 200 jetzt pro Rennen. Da dauert schon, bis wir so einen Sportwagen mal fahren dürfen. Beziehungsweise ist der Glaube ab Anfang an eh noch nicht frei, was eigentlich normal ist in dem Spiel. Außer im neuen Need for Speed muss man da sowieso jedes Auto frei, das kannst du dir holen, wo du willst. Naja, gut. Hier haben wir sogar eine Story. Ja, wir haben eine Story in dem Rennspiel. Die ist sogar gar nicht mal so schlecht, ehrlich gesagt. So, also das ist noch ein 8.015, aber trotzdem, okay. Erster geworden, Repetition halten 110, Geld verdient $72. Sunset Strip Rennen, fucking Trevor, fertig. Great Palace, West Hollywood. I was up out of there, man, busting U-turns down one ways. Seriously, homie, 5-0 was all over my ass. Yeah, man, they were chasing all of us. Yeah. Oh, okay, so y'all the real deal, huh, homie? Real street. Okay, anytime you want to race with some slips, come on down to the beach then. And what did it be like last time? But one of your friends refused to give up his car? Man, hold up, man. Put some brakes on that. First of all, he wasn't no friend of mine. More like a business associate. And second of all, I think he felt that you offended him. Whatever. Yo, what's up, man? What's up? I gotta get on up out of here, man. I'll talk to you later. Later, Lester. This my boy. Give it up. Oh, man, we gotta work on that. So have you, man.
And you gotta work on shutting your mouth, fool. Man, I knew Tony was right. You can drive. You keep that up, you just might make a name for yourself. Yeah, you know what? Trevor and his boys race out of this parking lot. Go race some of the locals, then I'm sure they'll let you roll with them. Hey, man, I was gonna tell him that. Hey, thanks. And I need a mechanic. You know someone? You should speak to Carol. Yeah, my man Carol. Yeah, his man Carol. He's got the best shop and private dealership in town. It's on Sunset in Old Hollywood. Cool, thanks. Ja, kurz mal vorweg, ihr habt das schon im Hintergrund gesehen von dem Schwarzen, ich weiß den Namen nicht, deswegen nenne ich mal den Schwarzen. Das war auch ein Spoiler, das XV, wie wir ihn auswählen konnten am Anfang. Und ihr seht, ja, der sah schon ein bisschen anders aus, so viel schon mal zum Tuning-System, das werdet ihr früher oder später eh gleich noch kennenlernen. So, GPS-Karte, verfügbare Rennen und Orte werden auf der GPS-Karte angezeigt. Oh, ich habe gerade voll gegen meine Piste reingeschlagen. Schaltet die Symbole mit den Richtungstasten durch und wähle sie mit der X-Taste als Ziel aus. Missionssymbole pulsieren. An der Farbe der Symbole, was du ja gerade gesagt hast, kannst du die Schwierigkeit des Rennens ablesen. Grün, leicht, gelb, mittel, orange, schwer und rot sehr schwer. Gut, wir werden aber erstmal, weil das hier blinkt, zur Werkstatt fahren. Hollywood Auto als Ziel setzen. Dann wollen wir nochmal zu Trevor. Wie heißt der Trevor? Ne, Trevor war das gar nicht. Ich weiß gar nicht, wie. Doch, ist der Typ Trevor? Ich hab kein. Wie heißt denn scheiß Michalik? Ich hab gerade voll den Namen vergessen. Wir hatten ja gerade noch gesagt, ich Pfosten. Naja. Die Musik macht hier voll. Oh, ja, ey. Hast du auch den Groove, Homie? Yo. Und da sind wir doch. Hollywood Auto. Old Hollywood. Old Holly. Ja, Alter, was spreche ich denn gerade? Old Hollywood, meine Fresse. I'm telling you, Jeff, the ignition timing is off. I'm working on it. Your books, buddy? Yeah, I guess. It's too tight. You don't look like a trust fund baby masquerading as a movie producer. Why on earth are you hanging out with him? We've got friends in common. Fair enough. No kind of a taste, eh? What can I do for you? You tell me. This is a full service shop. Performance, body, lights, paints, vinyl, whatever you want. I can also get you new rides. Serious rides. No waiting list. Great, man. Thank you. Hey, there was just a guy in here, Martin. Also a friend of Hook's. At least he was till he got bored with the scene. Or any scene. Nothing organized. That's his new vibe. Said he'd be on the strip in a red Scirocco. You interested? Maybe. Fair enough. I see you around. It's too tight. What a hell, Bobby. So, und damit sind wir auch in der Werkstatt angekommen. Hier können wir nämlich jetzt alles an unserem Auto machen und auch, wie ihr seht, hier Autos kaufen. Ja, reparier mal bitte. So, hier können wir auch neue Autos kaufen. Hier seht ihr jetzt zum Beispiel der Datsun, wie gesagt. Ein Datsun, jetzt habe ich doch recht gehabt. Auch weitere Autos, bla bla bla. Hier seht ihr schon eine kleine Auswahl und naja, die werden, upala. Die habt ihr noch nicht gesehen. Ja, gut, wir haben auf jeden Fall einen Golf und das ist die billigste Karte, die man wählen konnte. Das ist ja super. Ja, ich denke mal, wir haben jetzt ein bisschen Geld. Wir können jetzt mal so ein bisschen Spaß selber ein bisschen was dran machen. Ein bisschen, nicht viel. Fahrzeug modifizieren. So, Tuning-Werkstatt. Da können wir nämlich hier ein bisschen, wie ihr seht, hier haben wir ein paar Teile frei. Zum Beispiel die neue Auspuffanlage und Nitro. Das würde uns aber schon 2500 kosten, weil Nitro, wie ihr seht, ist scheiße teuer. Aktuell lassen wir es, glaube ich, erstmal. Oder haben wir noch irgendwo was? Ihr seht, was man alles in die Karre einbauen kann. Das ist nicht normal. Reifen auch. 1200, was zum Geier. Gut, dann haben wir eben noch außen in den Rahmen. Wie ihr seht, können wir hier eben Stoßstange und alles ändern. Wir gucken mal kurz ein bisschen durch. Was haben wir denn für Stoßstangen im Golf? Die ersten beiden mal frei. Ja, nett. Scheinwerfer. Ihr seht, das ist eine riesen Auswahl, was man die Autos tun kann. Und jedes Auto hat seine eigenen Teile. Das ist nicht irgendwie für ein Auto, das eine Auto dasselbe gemacht. Oder für mehrere Autos dasselbe. Whitebody haben wir noch nicht. Felgen könnten wir uns noch drauf machen. Aber wie ihr seht, guck mal hier, alleine Felgen. 4000! Wir haben aktuell 5000. Aktuell ist eher daran gedacht, denke ich mal, zu sparen. Innenraum können wir ändern. Heck können wir ändern. Was haben wir dafür? Schürzen. Ihr seht, die sind aber noch in anderer Farbe, weil wir die Karre eben noch nicht richtig lackiert haben. Einen Spoiler können wir dran machen. Die Rücklichter können wir ändern, obwohl ich die gerne so überlassen möchte. Einen anderen Auspuff runterknallen. Das Kennzeichen könnte. Warte mal, das Kennzeichen. Ups. Zurück. Zurück. Seite. Ja, extra, bla bla bla. Kennzeichen, können wir das jetzt schon ändern? Ah, das können wir so ändern. Okay, dann machen wir das mal ganz kurz. Das dauert ein bisschen.
Das können wir mal kurz wegmachen. Jo, haben wir gleich. Obwohl, machen wir so. So gefällt mir das. Start ändern. Ui, welchen Start nehmen wir denn mal? Muss auch gut zum Auto passen. Der Start muss zum Auto passen, genau. Wir wohnen da, wo unser Auto am schönsten aussieht, Kennzeichen, ja. Blau sieht echt kacke aus. Grundsätzlich irgendwie alle nicht als... Was nehmen wir denn mal? So viel Auswahl. Ich glaube, wir nehmen... Wo war es denn gerade? Das ist so ein bisschen mittig, das sieht okay aus. So, wir werden aber jetzt noch nichts an der Optik machen, weil wir haben gerade mal 5400, wir werden noch ein bisschen sparen. Wir werden den nur mal lackieren. Zugang zu Lackiererstatt, ja, komm, jetzt haben wir mal 1000. Weil ich will den nur in einer vernünftigen Farbe haben, das ist aktuell nicht schön, der Wagen. Das kostet Lackieren, kostet, glaube ich, deswegen dann auch nichts mehr. Einmalig, matt schwarz irgendwie, glaube ich, geil aus, oder? Oh ja. Wir werden jetzt einen richtig bösen Golf machen in matt schwarz. Da habe ich Bock drauf. Da können wir die Felgen auch markieren. Türen, Motor hoch, Unterstange, Nee, Motor, Felgen anscheinend nicht. Hydraulik. Ach geil, das kann ich einfach so anbauen. Aber wir haben noch, glaube ich, gar nicht eingebaut. Das lassen wir mal. So, wir gehen jetzt erstmal wieder raus. An dem Wagen machen wir jetzt noch nichts, weil bei 5400 müssen wir jetzt aktuell noch ein bisschen an Sparen denken. Und weniger... Oh. Du hast gerade eine Hydraulik installiert. Du kannst die Hydraulik aktivieren, deaktivieren, indem du die unten Taste gedrückt. Standardkonfiguration, Alter. What the fuck? Mach das... Geh mal weg. Alter, nee. Mit einem Warnrad, ja, bla bla. Ich will mal ganz kurz die Hydraulik ausschalten, das ist ja bescheuert. Sorry, also, wenn ich irgendwas nicht brauche, dann sowas. Ich muss mein Golf, wenn wir irgendwie mal, wir werden von irgendwie allem mal was holen. Nur wenn wir uns mal ein Muscle Car holen, so richtig schön altes, da werden wir Hydraulik und sowas reinknallen, nur hier brauche ich das nicht. Guck, wie der Reifen zuckt. Ich meine, das ist natürlich so lustig. Das ist natürlich kindisch. So, weiter geht's. So, jetzt können wir auch fahren. Wir suchen uns das nächste Rennen raus. Wenn es nicht speichern würde. Danke. So. Wir haben einmal hier Cops. Was ist das denn? Ah, das ist Leon im Scirocco. Das nächste Rennen, was aber blinkt, ist nämlich das hier. Martin im Scirocco. Ja, das ist schön, dass wir so viele Leute im Scirocco haben. Wir werden aber erstmal zu Martin fahren. Das ist ein einfaches Rennen. Und fahren doch mal zu ihm und leisten mir etwas Gesellschaft auf der Straße. In unserem wunderschönen schwarzen Golf. Ich habe den schon irgendwie so vor, also gibt Vinylauswahl, gibt es zu Genüge. Hier kann man sich wirklich sehr viel Vielfalt auslassen. Das werde ich euch später auch noch zeigen. Ich habe vor, den ziemlich mit Flammen und sowas zu gestalten. Irgendwie habe ich da Bock drauf. Den schön so ein Flammen, so ein Golf, so richtig bam. Richtig bam, versteht ihr? Bam. Das ist eine Abkürzung? Ne, der ist ja gar nicht. Der fährt da hinten, okay. Ja, okay, da wären diese Abkürzung hier drin. Aber nee, der fährt hier direkt hier vorne. Ja, wo stehst du? Ach, da vorne stehst du. Da vorne steht doch ja. Und da ist auch ganz dezent iPod-Werbung. Hallo. Okay, nochmal kurz zusammenfassend, du hast auf Deutsch Rotlichtrennen beginnen an der nächstgelegenen Kreuzung und enden an einer Landmarke. Ich will hier, boah, der sieht ja mal, guck dir mal die Felgen an. Darf ich mal ein bisschen... Hätte ich jetzt gar nicht machen müssen. Fairfax F. Wenn you. Race you to the Georgian Hotel. Hit the gas when the light turns green. Okay, da müssen wir hin, okay. Geht klar. Ah, scheiße, voll verkackt den Start. Aber Alter, was der für Felgen drauf hat, die sehen ja mal geil aus. Problem ist, Felgen sind tun. Man muss sich merken, in diesem Spiel sind selbst Felgen für einen zu teuer. Hier muss man wirklich sparen. Hier freut man sich aber auch wirklich, wenn man mal ein Teil gekauft hat, weil man hat auch mal ein bisschen Geld dafür ausgeben müssen. Okay, ob ich die richtige Route fahre, ich hoffe es einfach mal. Weg da! Oh, das war's Radio. Okay. Oh, I see some panic coming from your ride.
Noch fahre ich vernünftig. Ist auch keine Schwachsinnsroute, die ich jetzt hier fahre. Ja, das, die Rennen sind immer so ein bisschen tricky, weil hier siehst du wirklich gar nicht, wo du hin musst. Hier musst du wirklich komplett raten. Wenn man sich mittlerweile nicht mehr so gut auskennt, wie ich jetzt aktuell, dann ist es so ein kleines Problemchen. Hier gibt es eine Abkürzung.